Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier zurück in Minecraft. Wir wollten uns ja hier auf die Suche. Was heißt auf die Suche? Wir wollten eigentlich hier die neue Welt mal erkunden. Moment. Schwert. Schwert immer gut. Schwerthand. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Jedoch befürchte ich, dass wir uns leider Gottes hier verlaufen werden. Was ja nicht so schlimm ist, denn die Welt ist groß genug. Nieder können wir uns ja überall eigentlich machen. Und ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen Bammel. Ich laufe lieber geradeaus, weil da finde ich eventuell doch noch zurück. Ja, im schlimmsten Fall gehen wir halt hier irgendwie drauf und ja, ne? Das wäre es dann praktisch gewesen. Und wir wachen in unserem schönen Bett auf, was ich mit Mühe und Not zusammengeschustert habe. Na gut, ich fasse mir doch mal ein Herz und gehe einfach mal links drauf los. Hops, 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 hops. Ja, ihr hört, ich habe ein neues Mikro und ich hoffe, es gefällt euch beim Hören. Mir ist aufgefallen, der Sound hört sich so ein bisschen metallisch an. Kann auch sein, dass mir das jetzt nur so vorkommt, aber schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich bin auch nicht dahinter gekommen, wie ich das ändern kann. Ich habe ein Auna 600 Kondensatormikrofon. Schlag mich jetzt bitte nicht tot, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Falsch ausgesprochen habe. Mir kommt es so ein bisschen metallisch vor, aber gut. Vielleicht ist das auch eine andere Definition von glasklar. Ich weiß es nicht. So, jetzt schwimmen wir mal hier durch das Wasser, weil wir es können, ganz einfach so. Da hinten sehen wir nochmal die Pferde. Warum leckst du hier so rum? Die haben wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Part schon mal gesehen. Und dann eine Schaf. Ich wollte gerade Ziege sagen. Ich kam jetzt nicht auf den Namen Schaf. Da ist ein Pferd auf dem Nichtbaum. Sah halt so aus. Hops. Nochmal ins Wasser. Ich glaube, das da neben ist Bambus oder Zuckerrohr, ne? Ich meine, es wäre aber Zuckerrohr gewesen. Da steht das Pferd halt in der Luft. Man glaubt es kaum. Ja, ist ja eine riesige Welt hier eigentlich, ne? Ein Gänseblümchen. Oder eine Tulpe. Ist egal. Ist Unkraut. Was soll's? Da haben wir einen Chicken Wing rumlaufen. Natürlich treffen wir es auch nicht. Ah, eine Höhle. Heißt Gefahr. Und oh, Kohle. Seht man da. Und Erz. Wichtig. Erz. Na, mit einer Schaufel kann man es nicht. Wir nehmen lieber die Spitzhacke. Die Spitzhacke. Na, so ein Glück muss man haben. Ne? Direkt am Anfang. Du brichst auf in eine neue Welt und zack. Eisenerz und Kohle. Und gerade wenn wir später sterben sollten. Ganze Kohle weg. Wir wachen zwar im Bett auf, aber die Kohle ist weg. Hi Huhn. So. Taschen vollgestopft mit Sachen. Ach, 9 Fackeln haben wir auch, das ist ja super. Überstehen wir, wenn wir Glück haben, die erste Nacht. Bum, bum, bidum. Aber die Welt ist mit sehr viel Sand, ist mir aufgefallen. Ja, komm. Essen müssen wir auch, weil nur 4 Coin, die wir noch haben. Kann man diese Tintenfische eigentlich essen? Nee, ne? Ich glaube, die geben nur Tinte ab, soweit ich weiß. Na gut, wozu brauchen wir jetzt Tinte? An wen sollen wir schreiben? Vielleicht später mal, ne? Vielleicht kann man so eine Flaschenpost schicken, aber scheiß Kaktus. Na gut, der Kaktus kann ja auch nichts dafür.
Wir haben uns echt verlaufen. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich hab schon gedacht. Was haben wir da? Was haben wir da? Oh! Das sieht mal einer an. Das ist ja Kohle ohne Ende. Oh. Boah. Kick dich das mal an. Ohne Ende Kohle. So ein Glück muss man haben. Der helle Wahnsinn. Da geht's weiter. Guck dich das mal an. Was haltet ihr eigentlich mal von einem Livestream? Sollen wir mal einen Livestream machen? Also mit Minecraft? Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Ich habe mir, glaube ich, hunderte von Tutorials jetzt angeguckt, wie das geht. Ich meine auch zu wissen, wie das jetzt so ungefähr hinhauen kann, dass man sich, dass man, ja, ihr merkt, ich habe wieder einen Sprachfehler heute, dass man sich das Ganze auch einigermaßen gut anschauen kann. Müsste sagen, wenn ihr mal Bock habt, dann machen wir mal so einen Minecraft Livestream. Was weiß ich, irgendwie nachmittags oder abends irgendwann. Wäre auch mal schön, ne? Also ich finde es interessant, das mal zu machen. Stream wie mal so ein Abend oder Nachmittag. Oh, sorry, ich bin so ein bisschen müde. Ich bin häufig hier am Gähnen. Ich muss mir das Gähnen manchmal unterdrücken. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Na komm, hacken wir den Busch mit einer Spitzhacke ab. Na komm, den Erdblock auch noch. Ich denke, wir sollten uns mal langsam an so eine Unterkunft machen. Weil ich habe das Gefühl, die Sonne geht bald unter und boah, guckt euch das mal an. Ladies and Gentlemen, wir haben uns verlaufen. Jetzt ist es offiziell. Söderle, wo können wir uns denn hier niederlassen? Ich würde sagen, wir hauen uns da in die Erde rein. So tief wie es geht. Wie es geht. Wir haben noch diese Schaufel und noch eine im Inventar. Machen wir das hier erstmal beiseite. Schwupp, ist heute die Schaufel weg. Kram jetzt mal so ein bisschen da rein. Na, das sind Felsen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja die Spitzhacke. Ein bisschen höher darf natürlich auch sein. Zack, zack, zack. Und nun geht's ans Schaufeln hier. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da irgendwas Besonderes finden werden. Also an Mineralien, Kohle oder so. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn, ne? Man kann ja nie genug haben. Bis das Inventar platzt, alles voll. Ich glaube, das sollte auch schon fast reichen. Ja, doch, ist tief. Ja, seht's. Es wird langsam dunkel. Abenddämmerung setzt an. Da oder da? Ne, hier, ne? Hier ist besser. Komm. Zack, zack, zack. Klappe zu, Affe tot. Na komm schon. Bist du nicht willig? So brauche ich Gewalt. Da lassen wir mal offen. Dann können wir gucken, ob es gerade hell oder dunkel ist. Und die Fackel bauen wir da auch mal eine hin. Und später graben wir uns vielleicht mal so ein bisschen hier rein.
Und ich würde sagen, hier machen wir auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut. Tschüss.